Eik, du Holzfäller, du! Ja. Das gehört halt alles dazu. Die Hälfte ist ungefähr schon fertig vom Tor. Ich sehe den Melvin sich nicht bewegen. Der liegt bestimmt wieder faul auf seiner Bank rum. Was? Nee, nee. Ich hole gerade Holz. Nee, also hier verschwindet kein Holz, hier taucht er noch mehr auf. Ey. So. Eik, was sagst du denn? Hier verschwindet Holz. Nö. So von der anderen Seite. Also, ich sehe das nicht so. Es verschwindet nur von der anderen Seite, da wo du nicht hinguckst. Ich hab das Tor fertig. Unten am Strand laufen welche rum und pimmeln sich gegeneinander um. Soll ich die zu uns locken? Nee. Das kann ich nicht gebrauchen. Lass mal stecken. Naja, ich glaube, die kommt trotzdem gleich an. Außer wenn deine Frau ist, die einen Kopf hat. Im Übrigen, den Kopf habe ich im Inventar, den kannst du gerne wieder haben. Ja. Achso, du hast den geschnackt. Ich dachte, oder, ich häng mich mehr ans Zelt. Oder wir legen ihn aufs Feuer und du kannst ihn essen, dann. Ja. Ja. Dann habe ich ihn gegessen. Ja, dann. Geil. Dann ist zwar deine geistige Gesundheit wahrscheinlich ein bisschen runter, aber das ist so ja schon, also. Ja, also. Dann kommt der Kopf deiner Frau bei dir hinten wieder raus. Und jetzt weiß ich, woher das Sprichwort kommt, wenn das von Scheiße quatschen tut. Hm. Okay. So, Eik, das Tor ist fertig, ne? Ja, hier ist noch genug. Mauergedöns. Sind jetzt noch Baustümpfe hier? Ja, hier ist noch einer. Das sieht so blöd aus. Ein Schokoriegel? Was? Ah, hier eben. Ja. Ich komm mal kurz zu dir. Oh mein Gott, ein Melvin kommt zu mir. Hilfe! Was soll ich tun? Helft mir! Danke! Kann ich dir den Kopf deiner Kirsche drauflegen? Oh! Warte, wie mache ich das jetzt? Einfach kombinieren. Ach so! Ach du Kacke, das geht! Bitteschön! Nimm! Du hast eine Freundin. Ja, okay, warte, geh. Oh Gott, warte. Warte, zeig mal, zeig mal. Warte mal. Oh. Guck mal von der Seite. Wenn du ja. Hier. Ja. Das ist ein Mann! Dann sag er. Melvin, hast du uns was zu sagen? Kurz was snacken hier. Hat wer mal eine Frau verbrannt? Nein. Irgendwo neben dem Tor auf der anderen Seite liegt auch noch eine Leiche, die kann auch verbrannt werden. Oder sie ist weggelaufen. Ohne Kopf. Es ist heutzutage alles möglich in dieser Gesellschaft. Kinder können glauben auch. Die Sache ist, dass er wirklich so. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das ein Huhn war, aber. So wie die gebrüllt hat, hätte man denken können, das wäre. Na gut. Ja. Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft. Da kommen die großen Grauen. Alter, Dobby, ich bin Wichser. Tschüss, Kloster. Oh Gott, die sind wieder hinter mir. Alter, dieses scheiß Baumhaus! Was macht denn ihr da unten? Also ich nicht mehr.
auf. Diese verdammte Baum ist tot. Er ist gestorben. Oh mein Gott, warte, bis sie weg. Da liegt aber noch ein anderer. Ich würde aufpassen. Die stehen dort immer noch rum. Wollt ihr mich jetzt in ernsthaft zum Fass vorwerfen? Das hatten wir geplant. Hey, komm mal hier runter! Nein! Nein! Ich verfolge mich! Ich sehe es! Hilf mir! Ich sehe nur deinen Namen im Kreis. Das ist aber ernst! Komm, bitte helfen! Aua! Melvin, geh auf den Ausguck oder in die Höhle rein. Bitte helfen! Ich auf den anderen Ausguck! Warte, was war das, Cybot? Der Kopf, der Totenkopf ist schon fast voll! Ja, ich komm gleich! Geh zu Cybot und ich mach. Es wird dunkel! Alter, was ist das für Ernst? Wir sollten schlafen gehen! Oh Gott, die sind in guten Positionen! Die brennen. Ich lebe. Sie... Ach so, deswegen konnte man nicht hochrennen. Die brennen. Lass sie brennen. Schnell zu meinem Zuhause. Der ist tot. Der andere auch. Schnell schlafen gehen. Warte mal. Ich krieg den hier nicht mehr runter. Doch, Cybot hat seins noch. Cybot, runter, komm schlafen. Nacht überspringen. Okay. Ab in die Haier. Aber du, Melvin. Ich bin schon hier. Fuck! Oh, stimmt, ich muss dringend speichern. Ich in meinem Scheißhaus hier. Ja, wir bauen uns dann jeder noch ein eigenes, keine Angst. Ich baue mir als nächstes baue ich mir eine fette Hütte. Hallo? Was? Jetzt? Ja, jetzt. Genau. Und Cyber soll ich speichern. Genau, nach dem Schlafen speichern. Habe ich schon vorher gemacht. Okay, ja. Mach jetzt einfach bei der Hütte hier von Melvin. Ach, weil ich's kann. Tut's weh. Ich sehe nur ihn so laufen, so, oh, fuck. Naja. Was muss? Als hätte er so ein Messer in die Seite bekommen. So, oh, so, wo hab ich aufgehört? Hier. Jo, hier kann man theoretisch. Warte, hier ist ja das Tor, eigentlich. Ach so, ja, genau, du hast das Tor fertig, da baue ich dort Köpfe hin. Hier an den anderen Teil kann man theoretisch eine Baumplattform bauen. Warte mal, was ist denn das hier? Oh, ich hab ein, Waschbär! So, ich hab eine Sitzbank gebaut. Nee, wir brauchen... Jo, hier ist ein fucking Waschbär, ich will nicht... Komm her! Waschbär. Cybot, pro Tor braucht man bloß einen Ausguck. Das reicht vollkommen aus. Du bist einfach ein fucking Waschbär, Junge. Dann töte ihn. Ist abgehauen. Nee. Ja. Nicht fällen. So, ich verbrenne die mal. Geht's. Was denn? Der kann weg. Nicht. Nein. Nein, der steht ja mitten im Tor. Okay. Also, und den Baumstumpf wegmachen von dem. So. It's raining man. Solange der das Teil nicht das Tor abreißt. Palim. Baumfeld. Jo, was ist das für eine krasse Fackel, Ike? Das ist ja High Quality, da kann... Selbst ein Baum kriegt das nicht kaputt, Alter. Die kommen bei den Eingängen hin, damit man immer wissen, wo was ist. Ja, aber Ike, ich hab da ja den Baum gefällt, ne? Ja. Dann laufen wieder 4, 5... Der Baum kippt einfach über die Fackel drüber. Es wäre vielleicht praktisch, wenn wir wirklich erstmal auf der Seite hier zubauen. Mach ich grad. Warum bist du noch nicht fertig? Warum hilfst du mir nicht? Mach ich doch. Ich lock sie wieder an und du verteidigst mich. Ja, na...
klar. Okay. Schön, dass wir das geklärt haben. Das wäre fast ins Auge gegangen. In welches? Mit Absicht. Rechte oder linke? Ike, ich würde da weggehen. Ganz knapp. Das war knapp. Ach so, der Holzstamm beim Fluss soll ja stehen bleiben, ne? Beim See. Wer hat denn den hier weggemacht? Hä? Was? Bei mir ist es auf einmal instant dunkel geworden. Hä, es ist Tag. Tag. Und bei mir ist es gerade dunkel geworden. Das könnt ihr sogar in der Aufnahme sehen. Nee, hier, wenn der Baum hier am See nachgewachsen ist, wo ich jetzt die Holzlatten hinlege, den bitte stehen lassen. Okay. Weil da sollen die Vogelhäuser drankommen. Boah, jetzt muss ich mal kurz... Eigentlich Vogelliebhaber. Nee, leck mich. Wegen Federn. Weiß. Das war ein Spaß. Das sehe ich jetzt erst so. Ich habe noch gar keinen Bogen gemacht. Ich auch nicht, schnell nachholen. Ja, warum geht es denn nicht? Was denn? Wollt was? Oh, fuck, falsches gebaut. Hab Schneeschuhe gebaut. Oh, wow, das geht nur da. Wo ist mein Pfeil gelandet? Warte mal. Also, ich hab doch nichts gemacht. Ich bin aus Versehen ausgerutscht, aber hier fehlt doch einer. Hä? Da hinten. Was? Vor unserem Tor, glaube ich. Warte. Lass ich guck mal nach. Okay. Was macht ihr schon wieder? Nix. Wie sind du auf einem Aussicht? 1, 2, 3. Aber warum greifen die mich an? Ich hab doch rote Farbe. Wahrscheinlich, weil ich da bin. So eine Arschlöcher. Ja, ich hab keine rote Farbe. Ihr seht mich nicht, ich bin hinter Mauer. Na, Alk, also. Wollt ihr nur ein bisschen Glück wünschen? Der ist doch schon tot. Oh. So geht's auch. Was? Ja. Arschloch! Ernsthaft? Alter! Du lächst dich mit mir an! Komm her! Hier! Komm! Komm, genau! No, was komm. Kommen die von hinten, die Tramulugs? Die machst du hin. Da verlierst du eh zwei nach dem anderen. Und lässt du da könnt ihr mir bitte helfen? Ich bin in der Notlage. Was war? Oh Gott, ey. Das. Hallo? Ja, Moment. Melvin, du bist gerade in der Köln angekommen und sahst aus wie einer von den Typen. So, wo bist du denn? Hä? Hier hinten bei der Mauer. Hä, hey, du bist tot. Warum bist du tot? Weil wir mit Typen sind. Du brauchst unbedingt diese Keule. Oder im Speer. Oh, ich wurde gegessen. Hä? Wo bist du hin? Bist du tot? Also Cyber, du machst Sachen. Lässt dich einfach anknabbern? Ich gehe erstmal in eurem See baden, ne? Aber so weit ist die Base nicht von Flugzeug entfernt, was auch gut ist. Ja, Melvin, verbrenn doch die Affen. Ja, ich... Hast Dingensbummels hier, wie nennt man das? Knochen? Wenn du nicht sagst, Bummels Dingens. Also wenn schon die hier kommen, dann kommen auch bald die Mutanten. Ne, da ist einer nicht hier. So. Hat einer von euch Medizin? Ja. Ja, das ist Hammer. Ich habe keine. Toll. Aber ich könnte eine Pflanze herstellen. Das sieht so blöd aus. Warte.
Uga, 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 Uga. Lecker, ich hab hier einen Uga, Uga, Uga. Uga, Uga, Uga. Ich hab Pillen geschluckt, lecker. Also ich weiß nicht, was... Hast du eins der meine... Ach du meine... Oh nein, weil... oh Gott, tschüss, Alk. Was denn? Nix, alles gut. Okay. Komm hoch. Cyborg, alles in Ordnung? Da hinten sind doch mehr! Da hinten! Was sagst du? Was hab ich gesehen? Da, Gott, da hinten! Da war ich gerade, ohne Scheiß, Alter. Was habt ihr denn? Da hinten sind noch mehr! Ja, guck mal, der Dude rennt hier an mir vorbei und macht gar nichts! Du bist doch rot eingefallen! Wo seid ihr? Ach, da oben seid ihr! Soll ich mal den Baum fällen? Nein! Schon gut. Guck mal, was, der macht doch gar nichts! Huga, 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 Huga! Wer hat jetzt Angst? Simon, mach dir mal so eine Knochenkeule oder einen Knochensperr. Ich hab eine Verhau, ich hab eine Verhauhau-Keule. Und einen Knochensperr. Was soll ich nehmen? Ich nehme die Keule. Also ich mach's mit einem Sperr. Immer. Echt? Ja. Ja. Jeder wie er es gerne hat, ne? Okay, hier, ich will nicht wissen, wie du es gerne hast. Noch? Melvin, hier, drinne. Ah.